Hallo, mein Name ist Jasmin Ott. Ich bin staatlich anerkannte Sport- und Gymnastiklehrerin. Wir stellen uns weit geöffnet auf. Die Arme nehmen wir zur Seite. Ich arbeite in dem Beruf schon seit über 12 Jahren und muss sagen, ich finde es nach wie vor großartig, Menschen zu einem besseren Körpergefühl verhelfen zu dürfen. Wir verlagern das Gewicht auf ein Bein und führen den Arm über den Kopf zur Seite und dehnen in die Flanke hinein. Das ist jetzt nicht mein einziger Beruf. Ich bin auch noch Schauspielerin und versuche auch in beiden Bereichen aktiv zu sein. Und was mir ganz gut gefällt und mir auch besonders wichtig ist, dass ich in beiden Berufen so ein Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele habe. Ausatmen und locker lassen. Wir gehen auf den Boden. Wir machen einen Ausfallschritt nach vorne. Ja, mit Telegym verbinde ich die Rosi Mittermeier. Das hört sich vielleicht lustig an, weil ich ja noch ziemlich klein war. Aber ich fand es damals schon ganz toll, dass es so unkompliziert ins Wohnzimmer kommt, jeder mitmachen kann und die Anleitung sehr gut ist. Einatmen, Ellenbogen nach hinten, ausatmen, locker, einatmen, weit nach oben ziehen. Ich habe für Sie ein Stretching-Programm entwickelt für den ganzen Körper. Und zwar ist dieses Programm in 6 Teilen aufgebaut. Jeder Teil behandelt eine andere Körperpartie und Sie müssen die Teile jetzt nicht unbedingt zusammenhängend trainieren. Je nach Bedürfnis können Sie einzelne Stellen rauspicken, einzelne Körperteile rauspicken und die für sich zu Hause trainieren. Einatmen, öffnen, ausatmen. Mein Programm kann jeder mitmachen, jetzt unabhängig vom Fitnesslevel und auch vom Alter. Nur bitte seien Sie behutsam mit sich während den Übungen. Und die Übungen dürfen jetzt während der Ausführung und nach der Ausführung keine Schmerzen bereiten. Mit der Ausatmung versuchen wir, die Arme noch ein Stückchen weiter vom Körper wegzustrecken. Für das Programm brauchen Sie keine Hilfsmittel, Sie brauchen nur Ihren Körper und ein bisschen Platz im Wohnzimmer. Noch 2 Atemzüge. Ja, und Sie können auch einige Übungen ganz wunderbar in Ihren Alltag mit einbauen. Zum Beispiel im Büro oder auch mal zwischendurch beim Zähneputzen, vielleicht mal ganz bewusst die Schultern nach unten hinten schieben, mal während dem Staubsaugen oder mal zwischendurch auch eine kleine Pause machen und sich vielleicht auch mal dem ganzen Übungsprogramm widmen. Wir ziehen die Nasenspitze zur Brust und rollen jeden einzelnen Wirbel mit nach unten. Und achten Sie bitte bei den Übungen darauf, dass der Bauch angespannt ist, die Schultern nach unten hinten ziehen und am besten auch die Kniegelenke immer locker sind und Sie einen guten Stand haben. Dann verlagern wir unser Gewicht mal auf die rechte Seite. Ja, um wirklich Erfolg zu haben, wäre es natürlich großartig, wenn Sie sich täglich mindestens 15 Minuten Zeit für Ihre Beweglichkeit nehmen. Wieder in die Dehnung kommen mit der Ausatmung, Finger nach hinten beugen. Wer sich regelmäßig dehnt, verbessert seine Haltung. Das ist jetzt nicht nur wichtig für die Rückengesundheit, sondern das ist auch Ausdruck eines selbstbewussten Ichs. Ihre Bänder werden elastischer, dadurch beugen Sie Verletzungsgefahren vor. Ihre Muskulatur entspannt und Stretching entspannt auch den ganzen Körper und den Geist. Mit der Ausatmung zur Seite beugen. Ich möchte Sie auf eine Reise einladen, auf eine Reise in Ihre Körperlandschaften. Ja, vielleicht fragen Sie sich jetzt, was bringt mir das, wenn ich mich auf diese Reise einlasse? Das ist die Entscheidung, Verantwortung für seinen eigenen Körper zu übernehmen und durch die Übungen ein besseres Wohlbefinden zu bekommen. Und noch einmal. Die besten Reisevoraussetzungen sind Neugierde und die Lust am Üben. Auf geht's! Machen Sie mit! Ausatmen, wieder lösen und die Hände kräftig ausschütteln.